Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen 90-Sekunden-Buchtipp für euch und hoffe, ich kann euch neugierig machen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal für weitere Buchempfehlungen noch abonniert. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen romantischen Buchtipp. Heute möchte ich euch Sense of Love von Marina Neumeier vorstellen. Das ist der dritte Band ihrer Venedig-Trilogie. Es ist auch der Abschluss, aber ihr könnt alle drei Bände auch unabhängig voneinander lesen. Hier geht es jetzt um Livia. Sie ist sehr erfolgreiches Model und es geht um Luca. Der fährt die Gondel des Familienunternehmens. Beide fühlen sich in diesen Rollen nicht so richtig wohl, wissen aber auch nicht, wie sie ausbrechen können. Das ist ein innerer und äußerer Konflikt, der sich bei beiden ganz unterschiedlich äußert. Dieses Buch ist quasi ein perfektes Beispiel für einen Grumpy x Sunshine Trope, wobei in diesem Fall hier Grumpy Livia ist und Sunshine Luca. Livia ist aber tatsächlich gegenüber den LeserInnen extrem offen, was ihre Gefühle angeht. Sie äußert sich total klar, warum sie nach außen hin diese taffe und teilweise auch sehr kalte Person ist. Uns als LeserInnen lässt sie daran komplett in allen Belangen teilhaben und dadurch konnte ich sie auch wahnsinnig gut verstehen. Luca ist nach außen hin super fröhlich, immer gut gelaunt, hat immer einen guten Spruch auf den Lippen, aber nach innen ist auch eher recht zerrissen und hat mit vielen Dingen zu kämpfen und dadurch sind sich beide ähnlicher, als sie doch auf den ersten Blick denken. Auch die Venedig-Atmosphäre hat die Autorin wieder wahnsinnig gut eingefangen, hat mich mitgerissen, und macht mir so viel Lust, Venedig selbst mal zu erkunden. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Buch, habe es so gerne gelesen und verabschiede mich jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge von der Reihe, aber ich freue mich schon sehr auf alles, was von Marina Neumeier noch so in Zukunft hoffentlich kommen wird. Diese Reihe ist wirklich für mich eine meiner liebsten New Adult Romance Reihen, die ich bisher so gelesen habe. Sie hat einen festen Platz in meinem Herzen und wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, dann lest sie unbedingt. Wie gesagt, die Bände könnt ihr alle unabhängig voneinander lesen, aber es macht schon Sinn, die Reihenfolge einzuhalten, weil ihr in den, zum Beispiel jetzt im dritten Band, begegnet ihr den Paaren aus Band 1 und 2 nochmal am Rande wieder und das ist irgendwie ganz schön, weil es die Geschichten von allen Personen so gut abrundet und das Bild einfach noch mal ein bisschen mehr vervollständigt. Also ich mochte das sehr, sehr gerne. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr von dieser Reihe schon gehört habt oder ob ihr sie vielleicht sogar schon gelesen habt und ob ihr auch schon mal in Venedig wart, ob ihr das empfehlen könnt. Da bin ich sehr neugierig, ob ich das jetzt ganz bald mal auf meine Reiseliste setzen muss. Also es steht definitiv auf der Wunschliste, aber mal schauen, wann sich das umsetzen lässt. Und dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende angelangt. Ich möchte das ja hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Schaut dort gerne mal vorbei. Überall geht es buchig einher und ihr findet jede Menge Buchtipps, die euch hoffentlich Lust machen, reinzuschnuppern in die unterschiedlichsten Geschichten. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dahin, bis bald.